Es ist genau das Abenteuer, von dem Issa immer geträumt hat. Außerdem hat sie darum gebeten, dass Sara sich an ihrer Rettung beteiligt. Oh, eine großartige Idee. Ich werde dafür sorgen. Und wo wir schon bei Manu und seinen Geschichten sind, wenn du etwas suchst, das hier versteckt ist, solltest du vermutlich mit ihm reden. Bei Issa hat es funktioniert. Er hält für gewöhnlich Hof an der Mission. Und danke, dass du Isabella gefunden hast. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn... Bring sie einfach sicher zurück. Ja, alles klar, wissen wir Bescheid. Ansonsten müssen wir nur noch zu Jonah zurück. Alles klar. Was haben wir denn hier? Flaggen hissen. Ich würde ja schon gern alle vier Flaggen hissen. Eins. Die Frage ist, wo sind die? Warte mal, da hinten war auch eine, ne? Nee. Hier habe ich doch alles abgesucht, meine ich. Muss also irgendwo so ein Holz... Stückchen sein, wo man so was hissen könnte. Kann ich da hoch? Nein, kann ich wahrscheinlich nicht. So, Kiddies, muss hier mal durch, dann mal hier raus. Aber hier gibt's auch, die habe ich auch schon gehisst. Okay. Wo ist die... Nö. So, Herausforderung abgeschlossen. Wunderbar, weiter geht's. Ich will das Spiel auch mal endlich fertig haben. Also, egal wie toll die Spiele sind, irgendwann will man auch mal weiterkommen und sich nicht ewig in 3 Tagen mit irgendwas aufhalten. So ist es einfach. Klingt jetzt hart... Ist aber so. So, Jonah, mach mal die Tür auf. Papa Bär. Ich spüre was. Wir sind nah dran. Suchen wir nach Zeichen von Lopez. Du spürst was? Ich will es nicht wissen. Das hier wurde von dem Gründer der Sekte der Sieben geschrieben. Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Unter den Flügeln. Es geht dabei um Geldmittel für die Renovierung der Bibliothek. Unter seinen Flügeln. Ein Reiher und eine Eklipse. Wie wär's, wenn du mal hier... Irgendwie Aua machst? Unter seinen Flügeln, hallo. Oder muss ich hier noch mehr herausfinden? Was ist denn jetzt noch? Mysterien der Mission mit Manu sprechen. Das mache ich doch gleich mal, bevor ich da jetzt mit der Story weitermache. Entschuldigung, auch wenn ich jetzt eigentlich mit der Story quatschen möchte. Wenn ich mit der Story weitermachen möchte, bin ich trotzdem immer so ein bisschen... Ja, die Nebenquest halt, ne? Du musst Manu sein. Wer ist da? Wer bist du? Sie hat den Schatz gefunden. Tatsächlich, Diego. Na, dann, was kann ich für dich tun? Ich habe gehört, wie du den Kindern von Maya-Ruinen erzählt hast. Endlich jemand, der wirklich zuhört. Du hattest recht mit den Kreuzen. Isabella ist ihnen zu einer Krypta gefolgt. Ich wusste es, ich wusste es. Niemand hört auf den alten Manu, aber ich hatte recht. Der ist blind, armer Kerl. Das hattest du. Und ich wette, das mit den Maya-Ruinen ist auch wahr. Ich erkenne etwas in deiner Stimme. Den Rausch der Entdeckung. Etwas zu finden, einen Ort, der hunderte oder tausende von Jahren verschollen war.
Es ist aber schon irgendwie aufregend, oder nicht? Es gibt nichts Vergleichbares. Bei abgestandener Luft kriege ich immer noch Herzrasen. Der moderne Mensch, diese sogenannten Realisten, sie verschließen sich vor solch wundervollen Möglichkeiten. Sie können sich nicht einmal vorstellen, was ich alles gesehen habe. Was würde ich dafür geben, das alles nochmal sehen zu dürfen? Vielleicht kann ich für dich das Sehen übernehmen und die Maya-Ruinen begutachten. Das wäre schön, ja. Weißt du noch, wo die Ruinen waren? Tja, wo waren sie? Da war ein Teich und da waren drei Wasserfälle. Ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen. Aber es ist so lange her. Ich werde es schon finden. Und dann komme ich zurück und erzähle dir alles darüber. Wenn du das für mich tun könntest. Die Historie berühren. Das wäre... Ich wäre... Kein Wort mehr. Und halt deine Tanzschuhe bereit. Den Eingang zum Grab finden. Hab ich doch. Hoffentlich hast du deine Tanzschuhe poliert, Manu. Ich war bei der Ruine. Maya. Ein alter Aquädukt. Es war wunderbar. Wie du gesagt hast. Ich wusste, du schaffst es. Hä? Jetzt erzähl mir alles. Die Ruine war wegen des Bebens überflutet. Ich schwamm durch Tunnel voller Arme. Ah, dieses Grab. Ah, verstehe. Weiter. Ich habe eine große Höhle gefunden. Und einen Steinturm, in den riesige Köpfe gemeißelt waren. Die Herren von Xibalba, oder? Unglaublich. Was noch? Es muss eine Art Aquädukt gewesen sein. Und das Unglaubliche ist, dass der Großteil davon immer noch funktioniert. 5 Meter hohe Wasserräder drehen sich gleichmäßig, wie am ersten Tag. Es war ganz erstaunlich, Manu. Diese Nähe zur Geschichte, wo jahrhundertelang niemand gewesen ist. Ich sehe sie. Ich rieche, spüre, schmecke sie. Du hast einem alten Mann Tränen geschenkt. Ich kann dir nicht genug danken. Ich möchte dir etwas geben. Gib mir alles, was du hast. Ich kann nicht. Ich bestehe darauf. Es ist meine erste Reliquie. Wunderschön und detailliert. Ein verzierter Schädel. Jemand, der genauso leidenschaftlich auf Erkundung... Gib mir einen Blindenstock. Nee, komm, das ist irgendwie... Lass dir niemals von jemandem deine Neugier und dein Staunen nehmen. Ist schon mies. Niemals. Danke, Manu. So, dann haben wir dem Blindmann auch geholfen. Ein bisschen Kohle bekommen. Oh, super. Die Jade und anderen Edelsteine sind mit einem Klebstoff aus Harz und gemahlenen Knochen an den Zähnen befestigt. Für die erforderlichen Vertiefungen wurde vermutlich ein primitiver, möglicherweise aus Obsidian gefertigter Bohrer verwendet. Oha. Na, lecker. Gut, dann haben wir dem Blindmann auch geholfen. Dann haben wir unseren Blindenstock weggenommen. Oh, sieh dir ruhig alles an. Was haben wir denn hier? So viel Kohle habe ich gar nicht. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Sehr gut. So, ich will mal gucken. Du wirst bestimmt nicht zufrieden sein. Zu viel verkaufe, aber auch nicht zu viel mitnehme. Sehr gut. Du wirst es war nett, mit dir Geschäfte zu machen. Alles klar. Jetzt will ich nochmal ins Lagerfeuer. Will mal gucken, ob ich das Ausrüstungsteil fertig brutzeln kann. Vor allem habe ich auch einige Fähigkeitspunkte bekommen. Ganz nett. Katus vergoldete Weste, taktische Abenteurer. Obwohl das ja eigentlich auch ganz cool ist. Ja, aber ich bleibe hier einfach beim getarnten Abenteurer erstmal. So, wie viele Fertigkeitspunkte haben wir? 2, ist nicht viel.
Auge des Adlers, der Wahrnehmungspflanzen interessiert mich nicht. Müssen, das haben wir gemacht. Gunst des Sonnengottes. Sind sie im Kampf, dem Tode nahe, wird ihre Gesundheit einmal sofort wiederhergestellt. Ah, okay. Sozusagen so eine Fee aus der Flasche. Oh, wir haben 5 Fähigkeitspunkte. Nach der Wundheilung im Kampf widerstehe ich kurz Schaden. Das ist ganz geil. Täuschung des Pumas. Setzen Sie ungepanzerte Feinde außer Gefecht, wenn Sie ausweichen und dann kontern. Das ist vielleicht gar nicht mal so unklug. Super. Wunderbar. Ja, super. Unsere Lara wird doch langsam. Ich weiß ja jetzt nicht, was die Hino über die Lara denkt, aber die Kleine wird schon langsam richtig skillig. Was soll passieren, wenn man die Glocken läutet? Ach ja. Was ist denn los, Blub? Läuft's gut bei dir? Ja, nicht so einfach. Ja, so ist das. So, jetzt müssen wir hier in der großen Bibliothek irgendwas finden, aber da gibt es auch noch viele Dokumente. Also von daher. Als ich die Tür schloss, herrschte eine derart gewaltige Stille, dass ich den Atem anhielt, um sie nicht zu durchbrechen. Lopez wandte sich zu mir um, mit wildem Blick und einem entrückten Lächeln im Gesicht. Er kam mit ausgestreckten Armen auf mich zu und einen kurzen Moment lang ergriff mich Furcht. Dann umarmte er mich und seine Finger gruben sich in meine Schultern. »Ich habe sie gefunden«, flüsterte er mir ins Ohr. Er ließ mich los und schritt durch den Raum. Wände aus reiner Jade, die bis in den Himmel reichten, vollständig bedeckt mit kunstvoll gearbeiteten Mosaiken und gemeißelten Figuren. Ich folgte ihm mit einigem Abstand, als er sich einem Altar näherte und sah zu, wie er dort eine silberne Schatulle an sich nahm. Aha. Ja. Die anderen befürchten, Bruder de la Cruz und Bruder Serrano werden nicht zurückkehren. Ich habe bislang darauf beharrt, dass sie stets zurückgekommen sind und es auch diesmal tun werden. Doch inzwischen wächst auch in mir die Sorge, wir könnten sie nie wiedersehen. Und dieser Gedanke erfüllt mich mit Trauer. Wir werden ihr Werk fortsetzen. Entweder kehren sie zurück und sehen, dass wir ihre Lehren nicht vergessen haben, oder sie blicken aus dem Himmel auf uns herab und segnen uns für unsere Beharrlichkeit. Oh je. Nicht ganz so schnieke. Jetzt müssen wir das Gemälde kaputt machen. Das Kreuz sieht aus wie aus dem 17. Jahrhundert. Ist es von Lopez? Interessant. Erste, was wir machen, erstmal alles kaputt. Ist aber eine coole Sache. So einfach mal hier was eingemauert und dann dahinter noch was drin. Jo. Wie so ein Geheimregal. Wenn ich mir eine große Wohnung baue, wirklich baue oder selbst einen komplett einrichte, wo ich auch bauen darf, das ist ja immer so eine Sache, dann kannst du aber sicher sein. Wie, da gibt es noch ein Stockwerk nach oben. Die Frage ist, wie komme ich denn da hin? Dann werde ich sowas auch einbauen, weil ich es einfach saugeil finde. December 16, 1603. Es ist jetzt 4 Tage her, seit wir der Stadt den Rücken gekehrt haben. Wir reisten in Stille und in Gedanken versunken, geleitet von einer Mischung aus Trauer, Erleichterung und Freude. Lopez und ich verließen den Dschungel und fanden uns auf einer Lichtung wieder, unter den starren Blicken mehrerer Gesichter, die in den Berghang gemeißelt worden waren. Lopez hatte einen Vorfall, wie er es später nannte. Er warf sich vor den Gesichtern zu Boden und flehte um Vergebung.
Die Sünde, die am schwersten auf ihm lastete, war, dass er Perez den fremdartigen Kriegern überlassen hatte. Sie hatten sich im Laufe unserer Reise angefreundet. So sehr ich mich auch bemühte, konnte ich ihn doch nicht trösten. Also entzündete ich ein Feuer und wartete, während er seine Taten verdammte und die stummen Steingesichter um Vergebung anflehte. Alles klar. Hier muss es doch irgendwie hochgehen. Ein Reiher und eine Eklipse. Ich muss doch irgendwie hier hochkommen. Ich meine, hier, das habe ich ja auch hingekriegt. Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Unter den Flügeln. Na gut. Ah, hier gibt es eine Treppe hoch. Alles klar. So, warte mal, hier gibt es noch was? Ne, nur was zum Sammeln. Ist egal. So, hier ist wahrscheinlich auch ein Dokument. December 16, 1603. Als mich Lopez heute Morgen weckte, hatte er bereits ein spartanisches Frühstück zubereitet. Das hier ist unsere Bestimmung, sagte er mit einer kalten Entschlossenheit in der Stimme. Verglichen mit seinem gestrigen Verhalten war er wie ausgewechselt. Ich beendete mein Mahl, während er über göttliche Gerechtigkeit und seine eigenen Fehler sprach. Nun jedoch hätte ihm Gott die Hände auf die Schulter gelegt und ihm den Weg gezeigt. Von dieser kleinen Mission aus werden wir das wahre Wort Gottes verbreiten, sagte er und zeigte auf ein Lehmgebäude direkt hinter den Steingesichtern. Wir werden dem Auserwählten den Weg bereiten, denn nur derjenige, der ihn beschreitet, wird dieser Schatulle würdig sein. Alles klar. So, warte mal hier. Jonah, hier steht, dass ein Fremder die Mission besucht hat. Er hat die Sekte der Sieben gegründet. Vielleicht war das Lopez. Wie auf dem Flugblatt. Wir müssen dicht dran sein. Wir sollten weitersuchen. Ich bin noch dran. Warte mal, da gibt es noch ein Dokument. Da hinten. Ich will jetzt nicht irgendwo runterfallen. Apostel des Johannes. Das ist Johannes, Sohn des Zebedäus und einer von Jesus' Aposteln, auch genannt der Lieblingsjünger. Er und sein Bruder Jakobus waren für ihre Impulsivität und ihr Temperament bekannt, weshalb Christus sie Boanerges nannte, die Donnersöhne. Johannes werden 5 Bücher des Neuen Testaments zugeschrieben. Das Johannesevangelium, die 3 Johannesbriefe und die Offenbarung des Johannes. Er ist der Schutzpatron der Liebe und Treue, sowie der Schriftsteller, Verleger und Gelehrten. Eines seiner Symbole ist eine Schlange in einem Kelch, als Sinnbild dafür, dass er über die Opfer von Vergiftungen und Verbrennungen wacht. Alles klar. Johannes der Täufer. Wahrlich, ich sage euch, ich taufe euch mit Wasser. Aber nach mir wird einer kommen, er wird euch taufen mit Feuer. Und ich werde nicht würdig sein, ihm die Sandalen zuzubinden. So steht's. Diese grobe Skizze zeigt den heiligen Johannes, der einen Dämonenangriff zurückschlägt. Möglicherweise war diese Szene für eines der Fresken in der Mission gedacht. Jetzt haben wir was zu entdecken. Die Mission abgeschlossen. Super. Nach dieser Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Jonah, die 2 Bibelzitate. Die Sonne ohne Schein und die Zuflucht unter seinen Flügeln. Was bedeutet das? Der Reiher und die Eklipse. Das ist es. Suche einen Reiher und eine Eklipse. Mädchen, das haben wir doch schon gefunden. Eines Tages kam Bruder de la Cruz aus dem Dschungel und hauchte der Mission neues Leben ein. Wir waren nur zu dritt, als er eintraf, und Schwester Dorothea war wochenlang krank gewesen. Schon am ersten Tag machte er sich mit seinem Begleiter an die Arbeit. Eine Woche später hatte de la Cruz schon 3 Dutzend Arbeiter angeworben. Sie haben den Glockenturm instand gesetzt und bestellen die Felder, damit wir uns selbst versorgen können. Nachdem wir hier draußen so lange allein gewesen waren,
hatte ich schon befürchtet, Gott würde unsere Gebete nicht mehr erhören. Doch er hat uns erhört und jemanden geschickt, der sein Werk vollbringt. Super, das hat der Daddy super gemacht. Jo, wir haben ja alles fertig. Wo das Ding und die Eclipse ist, weiß ich ja eigentlich. Schön hier. Wenn vielleicht ein bisschen brüchig für meinen Geschmack. Steingesichter beweinen Jesus auf seinem qualvollen Pfad. Zu viele starben und weitere folgen und weitere folgen und weitere folgen. Sein Licht weist den Weg. What? Alles klar. Die Eclipse haben wir doch hier unten schon gefunden. Ja. Ist der das? Ja. Eine komplette Wandmalerei. Das wahre Kreuz. Ist es das, was ich denke? Das ist die Schatulle. Daran gibt es keinen Zweifel. Da, Jesus nimmt das Kreuz auf. Das sind die Stationen des Kreuzwegs. Aber es fehlen einige. Vor 1600 gab es nur 7 Stationen. Das dürfte zu Lopez' Zeit gewesen sein. Das ist einer von seinen Hinweisen. Ja. Absolut typisch für ihn. Okay, mal sehen, ob wir hier irgendwo ein Kreuz finden können. Ein Kreuz? Wenn wir die Schatulle finden, wie kriegen wir den Schlüssel von Dominguez? Uns fällt schon was ein. Ach so, das habe ich doch hier hinten freigeschaltet. Also freigeräumt. Damals. Ja. Ja. Jesus nimmt das Kreuz auf. Hilf mir mal. Was? Ah, ganz kommt man da nicht. Na doch, man kommt schon rein, aber will man da rein? Ganz schön tief runter. Mal sehen, wohin. Du hast ein zig hunderttausend Meter langes Kabel. Oha. Das ist ja cool. Wie so ein Klumpen. Jesus stürzt das erste Mal. Hier ist eine Inschrift. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Geh, während du Licht hast. Wenn ich den... Da hat der Überlebensinstinkt jetzt alles gespoilert. Das war's. Da kann ich nicht hin, okay. Hier will ich nicht begraben sein. Mein Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Na toll. Geh, während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt. Klingt wie ein Hinweis. Oder eine Drohung. Oder eine... Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Hallo, Maria. Grüß dich. So, ansonsten gibt's hier nichts. Der Spiegel ist staubig. Geh, während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt.
Ja, die Frage ist wie. Ich helfe dir rauf. Ah, wir müssen den Spiegel jetzt wieder glatt machen. Damals waren die Spiegel ja aus Kupfer, soweit ich weiß. Hey, hat geklappt. Und nicht aus Glas. Das Licht zeigt da entlang. Ja, beziehungsweise das war halt genau das, was man dann später... Das Beste, was man hatte. Keine Lupen, keine Lichter, aber dafür... Hatte man halt Kupfer oder Bronze genommen. Lara! Bist du in Ordnung? Ja, es war knapp. Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen, ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Kreuzwegstation. Diese Leute wurden anscheinend gefoltert, an der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Ist das wirklich das Richtige? Ist das mies? Kann man das nicht mit dem Stock oder so machen? Das muss Station 4 sein. Sehen wir uns mal die Fresken an. Gut, das ist Aua. Das ist... Ich muss mit dem Lichtstrahl die Kreuzwegstation folgen. Hier ist eine Frau zu sehen. Hier bin ich gestorben, Alter. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Diese Leute wurden anscheinend gefoltert, an der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Oha. Kreuzweg, da. Ich krieg's hin. Hier. Hier ist das Kreuz rumgedreht. Hier ist gar kein Kreuz. Und hier ist auch das Kreuz falsch. Das bedeutet, es ist nicht der Kreuzweg. Hier ist das Kreuz richtig. Das ist das Einzige, was wir können. Ups. Das ist eine coole Tür in Form von einem Kreuz. Jesus stürzt das zweite Mal. Ja. Alter, ich bin gerade richtig... Richtig gespannt. Ich hoffe, ihr beiden auch. Nino und Blub nehme ich an. Ihr seid diejenigen, die noch zugucken. Das merkt ihr wahrscheinlich. Lara, ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien. Ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Sie tragen ihn. Mhm. Sie tragen ihn. Sie heben ihn hoch. Sie wischt ihm das Gesicht ab. Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert? Mit Mumien? Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Mhm. Okay, okay, okay. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Er trägt das Kreuz. Okay, er nimmt das Kreuz auf, dann trägt er das Kreuz. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Dann... Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Dann das hier. Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Also erst nimmt der Jesus das Kreuz auf, dann trägt er es. Dann begegnet er jemanden, der ihm das Gesicht abwischt, dann wird er aufgehängt. Sie heben ihn hoch. Dann heben sie ihn hoch.
dann bleibt er da hinten hängen. Und dann wird er hier abgehängt, meine ich. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?